Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde zu einem ganz besonderen Highlight heute hier auf unserem Kanal, denn wir hatten die Ehre mit Peter Sauber höchstpersönlich ausführlich zu sprechen, ziemlich genau 50 Jahre nachdem er sein erstes Auto gebaut hat. Wir haben die ganze Geschichte aufgerollt, wie er überhaupt vom Motorsportvirus infiziert wurde, bis hin zum Formel 1 Team, zum Verkauf an BMW, dem Rückkauf und dann einer sehr, sehr schwierigen Zeit danach. Wir haben viele spannende Anekdoten gehört über unter anderem Michael Schumacher und Kimi Räikkönen. Und vorab vielleicht noch als kleine Info für euch, wenn ihr mehr davon wollt, mehr solcher ausführlicher Interviews, aber auch natürlich ganz kurze, knackige Videos zum aktuellen Tagesgeschehen der Formel 1, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr ja nichts verpasst. Und wenn euch am Ende das Video auch noch gefallen hat, lasst vielleicht noch einen Daumen da. Peter Sauber, es ist uns wirklich eine Ehre, dass Sie sich zu uns schalten. Ich weiß, Sie geben sehr wenige Interviews, deshalb ist es für uns eine umso größere Ehre. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bitte gern. Wie geht es Ihnen erstmal? Schwierige Zeiten für die ganze Welt. In der Schweiz sind Sie. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Ja, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mich in die Berge zurückziehen konnte. Bin schon ziemlich lang hier. Und gehe eigentlich nur, wenn es unbedingt nötig ist, ins Unterland. Jetzt haben wir das Jahr 2020 und damit einhergeht natürlich ein ganz besonderes Jubiläum. Vor 50 Jahren hat eine ganz, ganz große Karriere angefangen. Bevor wir in das Jahr 1970 springen, können Sie sich noch an Ihren ersten Kontakt mit dem Motorsport erinnern? Weil, wenn ich mal das jetzt so konstruiere, Schweiz, Rundstreckenverbot seit dem Le Mans-Unfall 1955, dazu dieses Vorurteil der langsameren Schweizer. Wie sind Sie damit in Kontakt gekommen? Ich habe, ich glaube, das ist doch noch wichtig zu wissen, ich habe kein Benzin im Blut. Oder mindestens hatte ich damals keins. Ich bin also nicht vorbelastet. Weder Familie noch sonst irgendjemand in der Verwandtschaft hatte etwas mit Autos zu tun. Ich bin wirklich zufällig zum Motorsport gekommen und das über einen Jugendfreund, der hat mich da in dem Quartier, wo wir gewohnt haben, zu einem Hobbyrennfahrer und VW-Tuner eigentlich hingeschleppt. Ich hatte einen VW-Käfer, um von A nach B zu fahren. Und mein Freund war dann der Meinung, dass man den etwas schneller machen könnte. Und da sind wir dann zu Arthur Blank, hieß der Mann, gegangen. Und der hat mich dann bei der Probefahrt davon überzeugt, dass man, wenn man mit einem Käfer etwas schneller fährt, dass das irgendwie ein spezielles Gefühl ist. Der Mann war ein sehr guter Verkäufer. Und schlussendlich habe ich dann einen Blank 1600S, hat das Ding geheißen, gekauft. Ich habe dann gegen meinen alten eingetauscht und hatte dann mindestens das Gefühl, ich hätte jetzt etwas, das ein bisschen schneller ist. Und dann wurden Sie vom Motorsportvirus infiziert und wollten nicht mehr aufhören? Oder wie ging es dann weiter? Er hat mich damals noch überredet, dem Formel-Rennsport-Club in der Schweiz gab es diesen Club, der hatte mit Formel-Rennsportwagen nicht viel zu tun. Das war ein Club mit Hobbyrennfahren, hat mich überredet, da mitzumachen und eine sogenannte Debütantenlizenz zu lösen. Ich bin dann mit dem Käfer, so wie er halt war, vielleicht mit 5 PS mehr, bin ich da irgendwo einen Berg hochgerutscht oder mal einen Slalom gefahren und habe dann angefangen, an diesem Käfer zu basteln. War wirklich ein Basteln. Ich komme aus der Elektrobranche, habe auch meine Ausbildung dort genossen und verstand von Auto wirklich nichts. Jetzt hat ja der Käfer den Vorteil gehabt, dass man Kotflügel und auch andere Teile, Motorhaube hinten, Deckel vorne, ersetzen konnte durch Kunststoffteile. Und dann ist der Käfer leichter geworden und damit schneller. Und das ist etwas, das man auch als Amateur machen konnte. Und so hat mich das Basteln eigentlich in Verbindung gebracht mit dem Motorsport. Und Sie waren ja auch dann durchaus selbst erfolgreich, also waren auch ein guter Fahrer. Also musste natürlich dann die zündende Idee kommen. Ich bin da
in diese Rennsportkreise auf bescheidenem Niveau reingerutscht, habe dann einen Kollegen kennengelernt, der schon einen Rennwagen, einen zweisitzigen Rennwagen gebaut hatte für sich selbst. Und da kamen wir auf diese etwas mutige Idee, wir könnten doch Rennsportwagen bauen und versuchen, zweisitzige, und versuchen, die zu verkaufen. Als der Entschluss dann festgestanden ist, haben wir einen Weg gefunden, um das Ganze etwas einfacher zu machen. Mit zwei alten Occasions Formel 3 Brabham haben wir dann ein Lager bekommen mit Teilen, Aufhängungen, Lenkung, Getriebe, Motor. Mein Kollege, der verstand etwas vom Maschinenbau, der hat ein Rohrrahmenchassis gezeichnet. Ich habe das zusammengeschweißt, war gar nicht einfach, das mal zu lernen. Und so ist dann der C1 1970, der erste zweisitzige Rennsportwagen mit Aufhängungsteilen von einem Brabham, ist fertig geworden. Das Auto war auf Anhieb sehr schnell, denn der Brabham Formel 3 war damals eines der besten Formel 3 Autos. Mit diesem Fahrzeug bin ich 1970 Schweizer Meister geworden an diversen Bergrennen oder auch Rundstreckenrennen im Ausland. Und das war natürlich die Initialzündung, dann in diesem Metier zu bleiben. Allerdings habe ich dann sofort aufgehört zu fahren, denn das Fahren stand bei mir nicht so im Vordergrund. Das war keine Passion, aber das Bauen hat mich durchaus gereizt. Das war der Start. Jetzt war Motorsport in der Zeit noch deutlich günstiger als heute, aber günstig oder billig war es damals auch nicht. Wie haben Sie sich das überhaupt finanziert, so ein Auto aufzubauen und auch so ein Formel-3-Auto? Das war in der Tat ein Problem. Das Teure war nicht mal der alte Brabham. Die Teile waren nicht das Problem, sondern ich musste ja leben. Also ich musste ja mein Salär rausholen, das kam mir nicht raus, mindestens im ersten Jahr nicht. Ich habe da bei meinem Vater ein Darlehen aufgenommen, das allerdings bescheiden war, und habe damit das erste Jahr mal überbrückt. Und dann war es so, dass wir immer wieder, wenn wir Autos gebaut haben, das ging ja dann weiter über den C2, C3 und so fort, dass wir immer wieder die Autos verkaufen mussten, dass wir überhaupt wieder neue bauen konnten. Und um neue zu bauen, brauchten wir auch Aufträge. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also so richtige Kundenfahrzeuge gefertigt? Ja, wir haben Fahrzeuge gefertigt für die Kunden. Allerdings muss ich dazu sagen, rendiert hat das nicht unterm Strich. Was aber interessant war, war die Dienstleistung. Wir haben diese Autos ja nicht nur gebaut, sondern dann auch für die Kunden eingesetzt, gewartet, zu Hause und an den Rennen eingesetzt und sie dahin gebracht. Zum Teil waren das bis 4 Fahrzeuge und das war dann sicher rentabel. Allerdings reich geworden wäre man nicht davon. Jetzt ist es irgendwie schwer vorstellbar, wenn Sie selbst mal dann Rennen gefahren sind, dann sehen Sie Ihre eigene Firma, dieses Auto immer weiterentwickeln. Hat es dann nicht irgendwann gejuckt, sich selbst noch hinter Steuer zu setzen? Nein, ich meine, langsam war ich nicht 1970, sonst hätte ich diesen Schweizer Meistertitel nicht geholt. Aber ich war ganz sicher, sagen wir mal, kein Talent, kein Naturtalent, weit davon entfernt. Und es war für mich auch nicht, wie ich gesagt habe, keine Passion, um Rennen zu fahren. Dieses Gehen, das hatte ich nicht. Ich habe da viel mehr das Unternehmerische drin gesehen, eine Firma aufzubauen, Fahrzeuge herzustellen für Kunden. Wie hat sich das Unternehmen dann nach dem C1 entwickelt? Da muss man dazu sagen, die ersten 10 Jahre, die waren sehr hart, weil einfach zu wenig Geld da war. Das hat man natürlich auch zu Hause gespürt. Also meine Frau war sicher nicht so begeistert über meine Tätigkeit. Man musste wirklich haushälterisch sein. Aber irgendwie kamen wir über die Runden und haben doch in diesen ersten 10 Jahren, ich glaube, es waren ungefähr 13 Fahrzeuge, haben wir aufgebaut vom Typ C1, C2, C3, C4 bis zum Typ C5. Und der C5 war doch dann schon das erste Auto,
das auch über die Schweizer Grenzen hinaus aufgefallen ist. Wir haben 5 Stück gebaut und 1976 hat Herbert Müller, damals ein bekannter Schweizer Fahrer, hat die Interserie gewonnen, den Gesamtsieg in der Interserie. Das war schon ein Ausrufezeichen, das man auch im näheren Ausland gehört hat. Mitte der 70er Jahre war Ihr Auto dann auch erstmals in Le Mans am Start. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben kein Benzin im Blut gehabt. Aber war das dann trotzdem was Besonderes, bei diesem größten Motorsportrennen der Welt am Start zu sein mit einem eigenen Auto? Wenn ich zurückschaue, auch wir waren, ich glaube, in meiner Karriere war ich 10-mal in Le Mans. Da haben Sie recht, Le Mans ist für mich nach wie vor vermutlich das wichtigste Rennen überhaupt. Nicht nur für uns, auch sonst. Wenn Sie da so 50 hochkarätige Sportwagen und Gran Turismo-Autos am Start sehen, dann ist das schon etwas beeindruckend. Und 1977, glaube ich, war es das erste Mal, dass wir angetreten sind mit 2 Schweizer Fahrern in Le Mans. Wir hatten dort leider einen Ausfall, weil irgendwo eine Ölleitung undicht war. Aber wir sind ja dann 1978 wieder angetreten mit Marc Surer, der damals in der Formel 2 sehr erfolgreich war, und 2 Schweizern. Leider auch nicht angekommen. Es war dann ein Problem am BMW-Motor. Der Formel 2 BMW-Motor war doch etwas zu hoch gezüchtet für dieses 24-Stunden-Rennen. Aber wir waren schnell. Wir sind einmal unter die ersten 10 gekommen im Gesamtklassement während der Nacht. Und das war mit dem 2-Liter-Auto doch schon eine tolle Leistung. Sie haben den BMW-Motor jetzt schon angesprochen. Verbessern Sie mich bitte, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage an der Stelle. Sie hatten in der Anfangphase, glaube ich, Ford Cosworth-Motoren in Ihren Autos verbaut, dann BMW-Motoren, und da kam schon eine erste Beziehung zu BMW auf, oder? Das ist richtig. Es war sinnvoll damals. Cosworth-Motoren, die kannte man von der Formel 2. Aber dann, als die BMW-Motoren in die Formel 2 kamen, da war der Cosworth doch etwas unterlegen. Es war also sinnvoll, damals in den C5 mit 2-Liter-Motor schon den BMW-Motor zu verwenden. Die hatten damals eine Leistung, die doch fast bis 300 PS ging. Da kamen sicher die ersten Kontakte zu München, aber vor allem zu Heini Mader. Das ist doch ein sehr bekannter Tuner oder war ein sehr bekannter Tuner am Genfer See, der früher für Joachim Bonnier gearbeitet hat. Und Heini Mader hat die Formel-2-Motoren von BMW aufgebaut und gewartet für uns. Und dann kam es ja auch zu dieser Kooperation mit dem M1-Projekt. Was hatte es damit auf sich? Wir haben 1979 aufgehört mit Autos bauen, Autos konstruieren, weil das einfach nicht rendiert hatte. Und haben gesagt, wir verlegen uns auf Dienstleistung. Haben dann 3 Formel 3 eingesetzt, die ich auch Lola Formel 3 in der Schweizer Meisterschaft, die ich bei Heini Mader bezogen habe, der hatte da die Vertretung. Und diese Dienstleistungsidee ging dann weiter 1970. Ich habe dort 2 Procar bezogen, BMW M1 sind von der Procar-Serie, und habe die eingesetzt in der Procar-Serie. Hat BMW das auch ein bisschen angeschoben und mir mitgeholfen, mindestens beim einen Auto, auf dem Marc Surer gefahren ist. Das andere Auto hat ein Schweizer, Walter Nussbaumer, eingesetzt. Und so sind wir die Procar-Serie, die ja zusammen mit den Formel-1-Rennen abgehalten wurde, sind wir gefahren und haben dort dann auch wieder etwas internationale Motorsportluft geschnuppert. Da gab es Kontakte über diese, wenn ich da zu weit aushole, bitte sagen Sie mir das. Sehr gerne, sehr gerne. Schweiz,
In der Schweiz gab es die Firma Seeger und Hoffmann am Bodensee. Und diese Firma hat diese modifizierten M1-Karosserien gebaut für die Proka-Autos. Die waren ja breiter, Kotflügelverbreiterungen, die Türen aus waren leichter, die Autos waren einfach modifiziert. Ich würde sagen, damals hieß das Gruppe 4 Tourenwagen. Und so sind wir mit der Firma Seeger und Hoffmann in Kontakt gekommen. Und der Herr Seeger damals, der hat mir gesagt, er würde mir zwei Karosserien zur Verfügung stellen, stark modifizierte M1-Karosserien, die waren dann stark verbreitet, sehr leichte, wenn ich dazu Chassis bauen würde. Und so sind dann zwei Gruppe 5, das waren dann Spezialtourenwagen, die mussten, als die Kategorie nicht gab, mit den Sportwagen zusammenfahren, sind zwei Gruppe 5 BMW M1 entstanden. Das war übrigens das letzte Auto, bei dem ich den Rohrrahmen noch selbst geschweißt habe. Der Rohrrahmen vom M1, das war ja ein Vierkant-Rohrrahmen, der in Italien gebaut wurde, war daher schon etwas Grobes. Und wir haben dann ein sehr schönes, leichtes Auto gebaut. Da gab es zwei Stück davon. Übrigens mit dem einen hat Stuck und Piquet das 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring gewonnen, 1980, glaube ich, 1981. Dieses Rennen wurde zwar abgebrochen nach dem tödlichen Unfall von Herbert Müller auf einem Porsche, und beim Abbruch lag der M1 mit den beiden Fahrern Stuck und Piquet in Führung. Ich glaube, das war das einzige 1000-Kilometer-Rennen, das BMW überhaupt gewonnen hat mit einem Sportwagen. Ja, das war so der Abschied dann wieder vom Dienstleistungsbetrieb. Wir hatten dann wieder ein Auto gebaut mit diesem M1 und hatten den Fuß wieder drin im Bauen. Und Seeger und Hoffmann hat uns dann den Auftrag gegeben, 6 Gruppe C Chassis zu bauen. Die Gruppe C ist, soviel ich weiß, 81, wieder frisch, wurde frisch geboren. Das ging ja mit den Sportwagen früher, so wie übrigens auch heute noch in Le Mans, irgendwann etwas hoch, etwas runter. Und es gab dann diese neue Gruppe C für große, zweisitzige Rennwagen oder eben Sportwagen. Und wir durften für Seeger und Hoffmann 6 Chassis bauen. 2 davon haben wir komplettiert. Das war dann der Sauber C6 mit Ford Cosworth Motor. Der hieß später auch SHS C6, wenn sich der eine oder andere dazu daran erinnern mag. Das hieß dann Sauber Seeger Hoffmann. Und dieser C6 wurde mit dem 3,9 Liter Cosworth Motor befeuert. Das war eigentlich ein vergrößerter Formel 1 Motor. Hub verlängert, und das war für den Motor nicht gut. Das heißt, für den Motor ging es noch, aber für den Rest vom Auto war das sehr schlecht. Der hatte derartige Schwingungen fabriziert, dass die Autos wirklich zerfallen sind. Man kann dem nicht anders sagen. Wir sind mit dem Auto, ich glaube, es war 82 in Le Mans angetreten, mit 2 solchen Autos. Und die haben sich zersetzt. Also da ging alles kaputt. Wir haben am Schluss sogar fast den Motor verloren, denn der Formel-1-Motor war hinten an die Chassiswand angeflanscht, wie beim Formel 1. Und von 4 Bolzen, die normalerweise alles tragen, waren da 3 davon, waren mindestens teilweise schon abgebrochen. Der einzige Trost war der Ford, ich glaube, der hieß auch C100, das war das Werksauto von Ford, ist vor uns ausgefallen wegen gleichen Problemen. Aber wir hatten den Fuß wieder drin in der Gruppe C. Wir haben dann zum ersten Mal große, schwere Rennsportwagen gebaut, die doch weit jenseits von 300 Stundenkilometern gefahren sind in Le Mans. Und so kam dann der nächste Schritt mit etwas Unterstützung vom Karosseriebauer und auch von Heini Mader, der den BMW-Motor geliefert hat, haben wir uns dann daran gemacht, wieder einen Sportwagen zu bauen, nicht mehr für Seeger und Hoffmann, sondern in Eigenregie. Das war der C7.
eigentlich eine sehr glückliche Konstruktion, einfach untermotorisiert. Wir haben dort den BMW Sechszylindermotor verwendet aus dem M1 heraus, also aus, ja, der klassische Sechszylinder-Reihenmotor. Der war zwar okay, aber der war einfach zu schwach, um dagegen die starke Porsche-Konkurrenz anzukommen. Haben aber dort in Le Mans, wir sind in Le Mans angetreten, doch einen Achtungserfolg erzielt. Vom ersten bis zum 12. Platz waren alles Porsche, mit Ausnahme von uns auf dem 9. Und es gab damals ein schönes Poster von Porsche und auch so einen Button zum Anhängen. Da stand drauf, darauf, nobody is perfect. Und da waren so die ersten 10 drauf und da waren wir an 9. Stelle. Und das war ein ganz, ganz hübscher Erfolg, das mit dem stark untermotorisierten C7. Aber es war wieder eine Basis da, auf der man aufbauen konnte. Das war 1983. Und dann kam ein ganz gewaltiger Schritt für Sie und Ihre Firma. Dann kam der Kontakt mit Mercedes zustande. Wie ist da der erste Kontakt überhaupt aufgekommen? Der Kontakt, der kam schon früher. Bei Mercedes gab es 3 Ingenieure. Die haben, der eine in der Aerodynamik, der andere im Fahrwerk, der dritte im Chassisbau. Die kamen zum Teil mindestens aus der Forschung und die haben für Mercedes teilweise so Weltrekordfahrzeuge gebaut, die in Nardo getestet wurden. Wir haben für den C6, der Zusammenarbeit mit Seeger und Hoffmann, einen Aerodynamiker gebraucht, weil diese Autos waren nun wirklich schnell. Es war für uns Neuland. Und ein Mitarbeiter von Seeger und Hoffmann hat uns zusammengebracht mit einem deutschen Ingenieur, ich glaube von der TH in Stuttgart, ein Aerodynamiker. Und wir haben den gebeten, uns Unterstützung zu geben. Der hat uns dann verwiesen an einen jungen Ingenieur von Mercedes, der bei ihm gearbeitet hat. Und wir haben so diesen Mann und 2 andere kennengelernt, die uns unterstützt haben. Ich würde mal sagen, mehr, weil sie sehr viel Spaß daran gehabt haben, alle 3, und so eine Verbindung zum Rennsport bekamen. Ich glaube, das war schon das Wichtigste, dass die ihr Wissen auch mal anders einsetzen können, als dass die jetzt uns einfach geholfen haben. Die hatten Spaß an der Sache und so hatten wir mindestens das gleiche Ziel. Und der eine von diesen Ingenieuren, der hat es sogar hingekriegt, dass wir mit dem C6 in den großen Windkanal von Mercedes-Benz in Untertürkheim gehen konnten und das Auto messen. Das Gleiche ist auch passiert mit dem C7. Und das war schon bemerkenswert. Der eine hat einen Ford-Motor drin gehabt, der C7 einen BMW-Motor und wir waren im Daimler-Windkanal und das ohne Kostenfolge. Meistens wurde Abend gemessen und es war auch einmal so, ich glaube, Herr Breitschwert war damals Vorsitzender des Vorstandes, der hat uns auf jeden Fall abends mal besucht, wenn niemand mehr da war. Das war doch interessant. Das waren die ersten leisen Berührungspunkte zu Mercedes. Im Hintergrund haben die 3 natürlich immer gearbeitet, vor allem der Aerodynamiker. Der hat sich wirklich sehr angestrengt, dass wir weiterkommen. Und so kamen 1984 dann die ersten sachten Berührungen zu Mercedes in Sachen Motor. Und die Idee war dort folgende. Mercedes durfte Kunden unterstützen. Vielleicht mögen Sie sich erinnern, Mercedes ist damals auch mit Rallye-Autos angetreten, aber das waren Kunden. Das war nicht werkseitig, aber man durfte die unterstützen. Und eine solche Unterstützung durfte man mir auch geben. So habe ich einen Mercedes-Motor genommen. Offiziell habe ich den dem Heini Mader gebracht, um den zu verbessern. Und Mercedes durfte mir dabei helfen. Die Tatsache war die, dass wir schlussendlich Motoren von Mercedes bekamen.
Also es war nicht nur die Unterstützung, dass man mir gesagt hat, wie ich das machen muss, sondern man hat versucht, diese Motoren zu Rennmotoren zu machen. Ich glaube, in der Forschung hat man am Anfang selbst nicht daran geglaubt, dass das geht, dass man aus einem Serienmotor, aus einem modifizierten Serienmotor, einen Rennmotor machen kann, indem man zwei Lader draufpackt und damit relativ wenig Drehzahl und wenig Ladedruck, doch Leistungen, am Schluss waren wir bei 900 PS im Training in Le Mans, dass man das hinkriegt und diese Motoren trotzdem standfest sind. Das war schon außerordentlich. So ging das los. 1984 sind wir zum ersten Mal mit Mercedes-Motoren gefahren und ab 1988 waren wir dann offizielles Werksteam. Ich habe also 4 Jahre gebraucht, um Mercedes so scheibchenweise in den Motorsport zurückzubringen. Und vermutlich war das meine größte Leistung damals, größer als die technische, dass ich diesen Slalom zwischen den Chefs der Forschung und dem Vorstand gefahren bin, und die Leute überzeugen konnte, dass das Ganze sinnvoll ist, da mitzumachen. Also für mich ist es heute noch ein Rätsel, denn bei Mercedes war ganz klar ein Verbot da. Man darf keinen werkseitigen Motorsport betreiben. Und Professor Niefer war dann der, der 1988 grünes Licht gegeben hat für eine offizielle Zusammenarbeit und schlussendlich haben wir dann auch das Budget von Mercedes bekommen. Also eine diplomatische und politische Meisterleistung an der Stelle. Da darf ich ganz kurz zurückspringen, weil Sie gesagt haben, das war das erste Mal, dass Sie mit einem Aerodynamiker gearbeitet haben und im Windkanal waren. Wie sind die Autos davor entstanden? Ich meine, die sahen ja auch schon relativ aerodynamisch aus mit Flügel und so weiter. Ja gut, da hat man sich, so wie das viele machen, an Vorbildern orientiert. Ich meine, der C1, das war die Idee meines Kollegen, den so schön, einfach schön zu machen. Das ist nämlich auch heute noch schön. Wenn man heute ein C1 anguckt, muss man sagen, doch, ist ein Auto, das muss eigentlich schnell sein. Später hat man sich etwas an den amerikanischen Can-Am-Autos orientiert. Sie mögen sich vielleicht erinnern, McLaren hat dort wunderschöne Autos gebaut, hat auch diese Serie damals dominiert mit Denny Hulme und Bruce McLaren. Und in die Richtung hat man ein bisschen geschaut. C5 war dann allerdings wieder ein doch recht aerodynamisches Auto. Mit dem war ich einmal im Windkanal, weil es ein Problem gab mit dem Heck. Das Heck hat sich mal gelöst, bei einer Probefahrt in Dijon. Und wir haben dann den Windkanal der Flugzeugwerke in Emmen. Die hatten einen großen Windkanal. Man konnte da, dort also mit dem 1:1 Auto rein und bis 280 fahren. Den haben wir verwendet und haben dann auch das Problem mit dem Heck gelöst. Aber es ist nicht so, dass wir Entwicklungsarbeit gemacht hätten in einem Windkanal. Das ist faszinierend zu hören, dass man in der Zeit einfach ohne Windkanal, ohne große Aerodynamik Autos bauen konnte. Heute leider ja unvorstellbar. Springen wir wieder zurück zur Mercedes-Kooperation. Die war sehr erfolgreich. Es sind wunderschöne Autos dabei entstanden. Fahrerpaarungen oder ein Junior-Team bei Mercedes entstanden, das heute noch legendär ist. War das, würden Sie sagen, die schönste Zeit für Sie im Motorsport? Ja, vielleicht war es schon die schönste Zeit, denn sie war, auf der einen Seite hatte man natürlich Druck. Wobei der Druck von Mercedes, der ging noch. Das Ganze war ja nach wie vor im Hochkommen. Und man hat da auch immer an einem Strick gezogen. Es war eine Pionierleistung von Mercedes und von uns oder umgekehrt. Und da ist die Stimmung immer gut. Aber vor allem waren da natürlich ab 1988 die finanziellen Probleme nicht mehr da. Denn wir konnten Mercedes ein Budget hinlegen und das wurde schlussendlich auch bezahlt. Wobei, da muss ich schon betonen, wir waren da sehr, sehr zurückhaltend. Ich glaube, die Schwaben sind nie so günstig gefahren wie damals mit uns.
Die Zeit war schön, die Zeit war auch auf der menschlichen Seite schön. Professor Niefer, später dann Jürgen Huppert, es war fantastisch mit diesen Leuten, vor allem bei Professor Niefer. Er war vermutlich der letzte Unternehmer, der Mercedes geführt hat. Er war ein ganz, ganz toller Partner für uns und hat sicher viel dazu beigetragen, dass wir diese tollen Erfolge dann einfahren konnten, wie der Doppelsieg in Le Mans oder zweimal die Weltmeisterschaft gewinnen gegen doch sehr starke Konkurrenz wie Porsche und Jaguar. Das war also alles andere als selbstverständlich. Also, Sie haben es angesprochen, die Erfolge, sensationell, wunderschöne Autos mit dem C9 und C11, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann gab es ja noch dieses Mercedes Junior Team. Und dieses Junior Team, ich meine, das war auch eine tolle Mischung. Auf der einen Seite das Junior Team, auf der anderen Seite, nicht despektierlich gemeint, aber dann die alten Hasen. Und dieses Junior Team sorgt ja heute noch für Gänsehaut bei vielen, mit Michael Schumacher, hauptsächlich Heinz-Harald Frenzen und Karl Wendlinger. Wie sind Ihre Erinnerungen an dieses Team? Also wenn Sie von Junior-Team sprechen, höre ich natürlich lieber, wenn Sie sagen, sauber Mercedes Junior-Team. Denn die Idee ist natürlich bei uns entstanden. In dieser Zeit war Jochen Nierpasch bei uns. Er war bei uns Rennleiter, würde man heute sagen. War auch in Hinwil angestellt, nicht in Stuttgart, auch wenn er 2 Tage die Woche in Stuttgart war. Und wir sind ja 1979, haben wir Le Mans gewonnen und die Weltmeisterschaft. Und für Mercedes war es ganz wichtig, dass wir das 1990 wiederholen können. Und diese Idee mit den Junioren, die kam nur von Nierpasch. Der wollte das wiederholen, was er bei BMW mit Erfolg gemacht hat, mit Surer, Cheever und Winkelhock. Da mögen Sie sich vielleicht noch ein bisschen erinnern. Und das kam gar nicht gut an bei den Ingenieuren. Denn unsere direkten Partner waren natürlich die Motoreningenieure der Forschung. Die wollten 1990 unbedingt nochmals Weltmeister werden, weil sie wussten, dass 91 schwierig wurde. Da hat das Motorenreglement geändert. Und dass man das mit den Junioren einfahren kann, die Weltmeisterschaft ein zweites Mal, das war ein gewisses Risiko. Und es war dann bei mir, die Herren zu überzeugen, dass diese Junior-Idee, obwohl ich da auch nicht der Vater davon war, dass diese Junior-Idee eine gute Idee ist. Und dann haben wir einfach Glück gehabt. Man hat ja vor allem bei mir in den späteren Jahren immer wieder gesagt, ich hätte ein gutes Händchen für junge Fahrer. Ja. Aber bei Schumacher, Wendlinger und Frenzen war das kein gutes Händchen, das war einfach Glück. Wir haben die ersten 3 der deutschen Formel-3-Meisterschaft genommen. Das war in der Reihenfolge. Wendlinger hat die gewonnen vor Schumacher und Frenzen. Ich glaube, die waren punktegleich. Die 3 haben wir genommen. Und das war einfach ein Glücksgriff. Vor allem natürlich mit Michael Schumacher, denn es hat sich damals schnell gezeigt, dass Michael etwas Spezielles ist. Wie ist er herausgestochen, selbst in diesem sehr talentierten Junior-Team? Gut, die Frage kommt immer, wer war der Schnellste am Anfang? Und beim ersten Test in Paul Ricard mit dem C9, und das waren ja Autos, die hatten 700 PS. Also da ging schon etwas. Und sie hatten Reifen, die waren nicht so breit wie in der Formel 1. Das Leistungsgewicht dieser Fahrzeuge war sehr hoch, der Abtrieb auch. Mit einem C9 hätte man sich in einem Formel 1-Rennen qualifiziert, allerdings im hinteren Teil, aber man hätte sich mit einem Auto, das fast doppelt so schwer war wie ein Formel 1, hätte man sich qualifiziert. Muss man sich vorstellen. Und dann diese Junioren vom Formel 3, diese Autos rein, das war schon hohe Schule. Die haben das ganz, ganz toll gemacht. Vielleicht war Frenzen war der Älteste, der Routinierteste von den 3. Vielleicht war der Frenzen beim ersten Test ein Tick schneller. Das könnte sein. Ich weiß das nicht mehr so genau. Der Karl ist vielleicht ein bisschen
zurückgefahren, aber minimst zurückgefahren, war dafür aber sehr konstant. Also für den Sportwagen waren die drei alle super. Michael Schumacher. Nachher hat es sich dann gezeigt mit Schumacher. Ich meine, wenn ich an Le Mans 91, wir sind 90 nicht angetreten in Le Mans, wenn ich an Le Mans 91 denke, es gibt ja diesen berühmten Spruch, er ist Kreise gefahren um die anderen. Das ist er natürlich nicht, aber der Abstand war einfach riesig. Michael ist sein Rennen gefahren. Michael hat am wenigsten Sprit gebraucht und die Gruppe C war eine Verbrauchsformel. Michael hat am wenigsten Reifen gebraucht und die schnellsten Runden gefahren. Es war, hat einfach Freude gemacht. Hat ihn menschlich irgendwas ausgezeichnet oder abgehoben von allen anderen? Ja, das, was ihn ausgezeichnet hat, Mensch, ich meine, wenn Sie als Rennfahrer erfolgreich sein wollen, dann gehört mal eine gewisse Portion Egoismus dazu. In den ersten 2 Jahren, er war ja bei uns, so wie die anderen auch, 2 Jahre unter Vertrag, hat sich das nicht gezeigt. Da war er sehr kollegial, aber man hat schon gemerkt, dass er das macht, was er will, dass er sehr, sehr zielorientiert ist. Braucht ein Fahrer, der einmal Erfolg haben will, braucht er. Er war mit Abstand der Fleißigste, was die Kondition betrifft. Ich mag mich erinnern, wir waren, ich weiß nicht mehr, ob es Lanzarote war oder Fuerteventura auf den Kanarischen Inseln, mit Willi Dungel damals in einem Camp. Und man musste abends den Michael fast auf dem Fahrrad heben, um ihn zum Essen zu bringen. Er war der, der am härtesten an sich gearbeitet hat. Und das war sicher etwas von dem, was ihn auch später noch ausgezeichnet hat. Diese tolle Kombination auf der einen Seite natürlicher Speed, Talent kann man dem auch sagen, dann physische Stärke, auch die psychische Stärke, die ist genau so wichtig, dass man mental einiges einstecken kann. Ein gutes technisches Verständnis und was dann in der Formel 1 sicher noch später dazu kam, die Arbeit mit den Medien. Und diese Kombination, wenn man alles zusammennimmt, war Michael sicher ein Ausnahmetalent. Und dann sollte es ja eigentlich noch ein Stückchen weitergehen zusammen mit Mercedes in die Formel 1. Der richtige Werkseinstieg von Mercedes ist dann allerdings geplatzt. Wie ist es genau dazu gekommen? Wer hat überhaupt die Idee aufgebracht, in die Formel 1 einzusteigen? Und warum ist es dann am Ende doch nicht zustande gekommen? Formel 1, in der Sportwagenzeit durfte man das natürlich nur hinter vorgehaltener Hand sagen. Das hat auch damals Jürgen Huppert sicher sehr geschickt gemacht. Man hat nicht drüber gesprochen, aber es war sicher einmal das Ziel. Wenn das mit den Sportwagen zu Ende geht, diese Meisterschaft ist ja, nachdem Mercedes zweimal gewonnen hat, dann eigentlich zerfallen, so wie es leider mit den Sportwagen immer wieder gegangen ist. Was macht man? Es wurde nie klar ausgesprochen, aber wir wollten gemeinsam in die Formel 1 gehen. Ich habe zu Hause auf eigenes Risiko hin eine neue Fabrik gebaut, da sehr viel investiert. Und das Ziel war eigentlich klar, dass man das gemeinsam macht. Die wirtschaftliche Situation war damals in Deutschland etwas schwierig, vor allem bei Mercedes. Ich glaube, die mussten Leute entlassen, irgendwo etwas schließen. Und der Herr Reuter damals, Edzard Reuter, der Vorsitzende vom Aufsichtsrat, der hat dann entschieden, dass man nicht werkseitig in die Formel 1 einsteigt. Und das war für uns natürlich eine herbe Enttäuschung. Und schlussendlich hat man uns dann mitgeteilt, gut, man unterstützt uns mit Motoren. Ich habe ja damals Mercedes und Ilmor zusammengebracht. War übrigens nicht sehr einfach, dass das funktioniert hat. Mercedes-Ingenieure wollten natürlich nicht. Die wollten den Motor in Stuttgart bauen und nicht in England. Und darum bin ich das erste Jahr dann mit Ilmor-Motoren gefahren. Mit einer gewissen Unterstützung von Mercedes. Offiziell war das nicht. Aber man hätte mich später mit Motoren beliefert, aber ich hätte selbst das Team finanzieren müssen, also ich hätte Sponsoren haben müssen.
Mercedes, oder sagen wir mal, Norbert Haug war da vielleicht etwas ungeduldig. Denn ich habe das mit den Sponsoren dann hingekriegt, aber vielleicht 2, 3 Monate zu spät. Und Norbert Haug hat schon mit anderen Teams gesprochen, 1992 mit Williams und dann später mit McLaren. Und das geht natürlich an die Öffentlichkeit. Es wurde dann für uns sehr, sehr schwer, Sponsoren zu finden. Ich habe dann aber doch 2 Sponsoren gefunden, die heute noch zu den größten in der Formel 1 überhaupt gehören. Es gibt 3 ganz große. Das ist Philip Morris, Petronas und Red Bull. Red Bull hat mit uns angefangen, 1995 oder 94, 95 und Petronas auch, sind beide noch dabei. Red Bull war 10 Jahre bei uns und Petronas 15 Jahre. Also die Sponsoren hatte ich und zwar etwas vom Besten, aber einfach ein bisschen zu spät. Man hat damals nicht gewartet, denn sonst hätten wir weiterhin zusammenarbeiten können, was natürlich ganz toll gewesen wäre. Aber in den Anfangsjahren, als Sie in die Formel 1 eingestiegen sind, stand ja auch noch ganz groß Konzept bei Mercedes-Benz, glaube ich, auf den Autos drauf. Wie genau hat da die Zusammenarbeit noch funktioniert? Wurde das Team auch teilweise noch von Mercedes finanziert? Kann man da was sagen dazu? Ja, kann man. Wir wollten ja gemeinsam in die Formel 1, nur durften wir das nie laut sagen. Aber das war die Idee von Jürgen Huppert und sicher auch von mir. Und weil das so angedacht war, ging Huppert dann so weit, dass er gesagt hat, gut, wir wollten das gemeinsam machen, darum schreiben wir aufs Autokonzept bei Mercedes-Benz, weil dieser C12 damals eigentlich schon das Auto war, das gemeinsam in die Formel 1 hätte gehen sollen. Darum kam der Schriftzug drauf. Das hat uns das Ganze natürlich etwas einfacher gemacht. Wir wurden auch unterstützt von Mercedes, aber das war nicht mehr offiziell und war auch nicht abgemacht. Was war das für Sie persönlich, dieser Schritt in die Formel 1? Ist das irgendwie zustande gekommen oder war das von Ihnen ein Traum? Ja gut, ich hab da mal diesen Spruch kreiert damals, es ist ein vernünftiger Schritt in die Unvernunft. Es war vorgesehen, gemeinsam in die Formel 1 zu gehen. Ich mag mich noch an das Telefonat mit Huppert erinnern. Mercedes hat mir eine Abfindung offeriert, wenn ich die Firma schließen würde, wenn ich aussteigen würde. Denn ich habe natürlich sehr viel investiert, vor allem in den Neubau in Hinwil. Ich hätte das Geld nehmen können und, ich weiß auch nicht, zur Ruhe setzen wäre ein bisschen früh gewesen. Oder halt investieren. Und ich wollte zuerst aussteigen, denn das Risiko, in die Formel 1 zu gehen, nicht das technische Risiko, das finanzielle Risiko war mir einfach zu groß. Schon damals sind sehr viele Teams gestorben. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Teams weg sind und wieder neu gekommen. Ich glaube, seit wir in der Formel 1 sind, sind es ungefähr 30 Teams, die da gekommen sind und wieder gegangen sind. An die Namen mag man sich zum Teil gar nicht mehr erinnern. Ich hatte sehr viel Respekt und bin eigentlich, habe das damals mit Leo Ress, er war ja viele Jahre unser technischer Direktor, ein guter Freund von mir, mit ihm besprochen, was machen wir. Und von der technischen Seite her kam dann schon die Aufforderung, wir können doch jetzt nicht aufhören. Es ist alles vorhanden, das Auto stand schon da. Jetzt einfach das Handtuch zu werfen, wäre doch schade. Und dann habe ich halt diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und als ich das Jürgen Huppert mitgeteilt habe, da hat er das positiv aufgenommen. Ich habe das natürlich als gutes Signal angesehen und er hat uns auch 2 Jahre lang noch inoffiziell unterstützt. Mercedes hat sich sehr,
sehr, sehr korrekt verhalten mit mir jederzeit. Jetzt haben Sie vorhin schon die Vergleiche gezogen zwischen Sportwagen-Weltmeisterschaft oder wie diese Sportwagen damals Ende der 80er Jahre waren im Vergleich zum Formel 1. Technisch gesehen, also waren die schon richtig hochgezüchtete Prototypen, alles. Also da, wie Sie schon gesagt haben, hat nicht viel gefehlt auf die Formel 1. Aber wie sieht es denn beim Team selbst aus? Gab es da große Unterschiede von dem Sportwagen-Team zum Formel 1-Team? Ja, ich glaube, der beste Vergleich ist, wenn man sagt, die Liga war eine andere. Das Sportgerät, für uns war es kein Problem. Ich habe immer etwas despektierlich gesagt, also eigentlich dürfte man das gar nicht sagen. Wenn ich mir einen Start in Le Mans anschaue mit 50 Autos und einen Start von einem Formel-1-Rennen, dann ist das mit der Formel 1 fast wie ein Fahrradrennen. Ja, sie sind zierlich, oder? Machen zwar auch Lärm, aber die Autos sind zierlich. Und so 50 Autos am Start in Le Mans, das ist schon eine Wucht. Das ist jetzt vielleicht der optische Eindruck. Ich kann Ihnen auch ein anderes Beispiel sagen. Kyalami, das erste Rennen in Kyalami 1993. In der ersten Reihe, vielleicht liege ich falsch, stand Senna und Prost. In der zweiten Reihe war Schumacher und Hill. Und in der dritten Reihe war Alesi auf dem Ferrari und JJ Lechter auf dem Sauber. Das war unser allererstes Formel-1-Rennen. Wir standen neben Ferrari in der dritten Startreihe und sind noch nie ein Rennen vorher gefahren. Da sehen Sie, wo man technisch angestiegen ist. Und das war doch schon sehr, sehr bemerkenswert. Die letzten Sportwagen, der C292, der nie mehr auf die Piste kam, den wir aber noch gebaut haben, zusammen mit Mercedes, war auf einem technisch so hohen Niveau, dass der sich nicht verstecken musste vor der Formel 1. Also das eine ist die Technik, das andere ist das Team. Und dann gibt es ja auch noch so ein bisschen das politische Parkett der Formel 1. Sie haben vorhin auch schon gesagt, als Mercedes dann die Gespräche geführt hat mit McLaren unter anderem, dann kommt das natürlich an die Öffentlichkeit. Wie sind Sie mit diesem politischen Parkett der Formel 1 umgegangen, mit diesem Haifischbecken, von dem man immer spricht? Ja gut, man spricht bei der Formel 1 von Haifischbecken. Ich glaube, das Haifischbecken macht die Öffentlichkeit aus. In der Formel 1, da hält immer jemand die Kamera drauf, wenn was passiert. Aber wenn Sie ins normale Business gehen, nehmen wir mal das Banking. Ich glaube, das ist ein größeres Haifischbecken. Nur ist da keine Kamera dabei. In jedem großen Unternehmen, auch in der Maschinenindustrie, da haben die Manager oben raus, die haben alle sehr breite Ellbogen. Und das ist nicht anders als in der Formel 1. Das mit dem Haifischbecken, da wird ein bisschen übertrieben. Und wir hatten da kein Problem am Anfang mitzuschwimmen, bei dem Bild Fische zu bleiben. Denn da hat es natürlich Teams drin gehabt. Ich denke jetzt da an Tyrrell, an Jordan oder auch andere, die waren auf dem gleichen Niveau. Vergessen Sie nicht, Le Mans 91 waren wir mit 90 Mann in Le Mans auf dem Platz. In der Formel 1 hatte damals niemand so viel. Wir waren mit 9 Fahrern am Start. Die Logistik war da mindestens für das Le Mans-Rennen natürlich viel, viel aufwendiger als für jedes Formel 1-Rennen. Also diesbezüglich mussten wir nicht viel dazulernen. Die Politik der englischen Teams, da gebe ich Ihnen recht, da war schon nicht ganz einfach für mich. Vor allem habe ich ein großes Handicap. Mein Englisch ist nicht gut genug, um sich da richtig durchzuschlagen. Um sich zu verständigen, hat das gereicht mit den Fahrern, auch mit Bernie, wenn das notwendig war. Aber verhandlungsfest war das sicher nicht. Das war ein Nachteil. Das war etwas vom Ersten, das ich heute besser machen würde. Können Sie sich noch grob erinnern, mit wie vielen Leuten Sie damals in der Formel 1 an der Strecke waren bei einem Rennen? Das ist ganz lustig, weil wir haben
letztens mit dem BA10 da auch gesprochen, auch über die Sauber-Historie. Und anschließend haben wir noch ein bisschen über die aktuelle Formel 1 gesprochen. Und er meinte, man bräuchte aktuell 60 Leute, um diese zwei Autos, also mindestens 60 Leute, um diese zwei Autos zu betreiben. Wie war es damals? Ja, da hat er vielleicht auch gesagt, dass man heute gar nicht mehr haben darf. Ich meine, heute sind die Leute, die auf der Startaufstellung und in der Boxengasse arbeiten dürfen, die sind ganz klar limitiert. Und es gibt ja auch nur eine bestimmte Anzahl Tickets. Wenn das nicht auf diese 60 sind, glaube ich, ja, limitiert wäre, dann würden die großen Teams da mit Sicherheit mit wesentlich mehr arbeiten. Das war auch so, bevor das limitiert wurde. Limitiert war es natürlich bei den Sportwagen nie. Aber am Anfang in der Formel 1, ich kann Ihnen das nicht mehr sagen, ich weiß nur, dass die Firma ungefähr 60 Mitarbeiter hatte, als wir gewechselt sind von den Sportwagen zur Formel 1. Die BA10, gesamte der weiß Firma. das sicher, der weiß das besser, aber da waren wir ungefähr 60. Das war die ganze Firma, da waren die zu Hause natürlich auch dabei. Wahnsinn, wie sich das verändert hat über die Jahre. Jetzt sind wir schon mitten in den 90er drinnen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Trennung von Mercedes hat dazu geführt, dass Sie zwei der größten Firmen in die Formel 1 gebracht haben, die heute noch involviert sind. Sie haben sich dann mit Petronas und Red Bull zu einem richtigen Formel 1 Mittelfeldteam, zu einem sehr guten Mittelfeldteam etabliert. War das, würden Sie sagen, in der Formel 1 die schönste Zeit für Sie? Ja, es war sicher, wenn wir die zusammen mit BMW mal weglassen, dann war ganz sicher das Jahr, ich habe mir das aufgeschrieben, ich glaube das Jahr 2000. Das Jahr 2000 war sicher das erfolgreichste mit Kimi Räikkönen und Nick Heidfeld. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass Kimi ein Rookie war, es war das erste Jahr. Kimi hat vorher ungefähr 24 Formel-Renault-Rennen, glaube ich, waren es bestritten und kam dann zu uns. Nick Heidfeld war es auch nur das zweite Jahr. Das erste Jahr war er bei Prost im Team und dann kam er zu uns. Also es waren zwei Rookies und mit denen haben wir den vierten Platz in der Konstrukteurswertung erreicht. Das war eine fantastische Leistung und war auch ein wunderschönes Jahr. Wenn Sie schon Kimis Vorgeschichte und die Formel 1 ansprechen, da hält sich ein hartnäckiges Gerücht um die Superlizenz von Kimi Räikkönen. Manche sagen, er hatte die Superlizenz erstmal noch nicht fix, sondern nur erstmal für die ersten paar Rennen. Wissen Sie das noch, wie das genau war? Eigentlich ging das nicht mit der Superlizenz. Normalerweise ist es so, ich weiß nicht, wie das heute ist, das sogenannte Permanentbüro hat entschieden, wenn es irgendwelche Fragen gab wegen einer Superlizenz, ja oder nein. Es gab damals schon ein Reglement, man musste so viel mal, was weiß ich, wo gefahren sein oder wenn man die Formel 3 oder die Formel 2 damals oder Formel 3000 gewinnt, dann kann man da sowieso rüber. Wenn es da offene Fragen gab, dann waren da vier Herren zuständig dafür. Das war, ich glaube, das war Mosley, das war Bernie, es war damals Todd und Ron Dennis. Die vier waren in diesem Büro drin. Und die hätten das entscheiden sollen. Jetzt hat es aber Max Mosley, und ich muss sagen, ich habe mit Max Mosley immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, aber der Max hat gesagt, das geht eigentlich nicht. Kimi er hatte nichts gewonnen, er hat diese Serie nicht gewonnen. Er ist einfach 24 Rennen gefahren vom Renault. Zwar erfolgreich, aber doch. Und eigentlich hätte man das ablehnen müssen. Und das wollte er aber nicht. Dann hat er gesagt, wir legen das der Formula One Commission vor. Der Formula One Commission saß sich ja selbst drin. Da waren vielleicht 26 Mitglieder. Ich glaube, die gibt es heute noch in dieser Zusammensetzung. Alle Teamchefs, Promoter, Sponsoren, Reifenvertreter, Motorenvertreter. Und dort musste ich dann einen Vortrag halten, auf Englisch natürlich. Und offensichtlich konnte ich doch in diesem Vortrag so viele Leute überzeugen, dass Kimi etwas ganz Spezielles ist, dass schlussendlich mit einer Gegenstimme
alle zugestimmt haben. Allerdings muss ich sagen, ich hatte die Unterstützung dort von Bernie, von Ron Dennis, auch von Todd. Die haben gesagt, doch, das würden wir unterstützen. Vermutlich ist dieser junge Finne doch etwas ganz Spezielles. Der Einzige, der dagegen war, war Briatore, weil der hat gesagt, ich habe ein Formel 3000 Team, für was brauche ich das? Ich brauche etwas, um junge Fahrer zu holen. Dann geht es nicht, dass einer direkt hochkommt. Habe ich auch verstanden. Aber so haben wir die Superlizenz bekommen. Dass man ihm die provisorisch gegeben hat, in Anführungszeichen, das habe ich verstanden. Ich glaube, das ist überhaupt, war das ab und zu so früher. Der war einfach unter Beobachtung und das war für mich kein Problem. Aber ich habe das schon als kleinere Sensation betrachtet, dass ich da in Monaco war, das große Meeting, dass ich da rausgegangen bin und die Bewilligung für Kimi hatte. Haben Sie mit dem Kimi darüber gesprochen, über die Thematik? Weil, wenn ich mich recht erinnern kann, hat er mal gesagt, er wusste das gar nicht, dass das irgendwie erstmal nur provisorisch war. Nein, ich glaube aber, das war fast normal. Das war eigentlich nichts Spezielles. Vermutlich habe ich ihm da, ich weiß nicht mehr, ob ich ihm das gesagt habe oder nicht. Es hat keinen Sinn gemacht, mit Kimi zu viel zu reden. Also damals wie heute. Ja, es ist heute schon ein bisschen. Kim ist nicht mehr der gleiche. Kim ist offener geworden, fröhlicher geworden. Ja, tatsächlich. Es fällt auch bei Interviews, wenn ihm eine Frage gut gefällt, fällt es tatsächlich auf, dass er da teilweise 5-minütige Monologe hält, was früher eher selten der Fall war. Sie haben sich ja einen richtigen Ruf als Talentschmiede gemacht, als Sauber. Nicht nur mit dem Sauber Mercedes Junior Team, sondern auch dann in der Formel 1, eben Kimi Räikkönen, Nick Heidfeld, Felipe Massa und so weiter. Wer war denn das größte Talent, das Sie hervorgebracht haben? Ja gut, wenn Sie die ganze saubere Historie betrachten, ist das sicher Michael Schumacher. Auch wenn er bei uns nicht in der Formel 1 gefahren ist, so haben wir ihm den Start natürlich schon, einen guten Start, würde ich sagen, ermöglicht. Und schlussendlich habe ich ihn auch bei Jordan den Sitz bezahlt für seinen ersten Einsatz in Spa. Da habe ich sicher mitgeholfen, das gleiche bei Frenzen und Wendlinger. Die beiden sind ja später dann bei uns gefahren. Das größte Talent, ja, ich glaube, man in der Formel 1 muss man schon sagen, Kimi. Kimi ist später Weltmeister geworden. Das hat leider Massa nicht geschafft, allerdings lag da der Fehler bei Ferrari, nicht bei Massa, aber der Kimi war schon der Einzige, der dann wirklich Weltmeister geworden ist. Wenn Sie erlauben, weil Sie es gerade angesprochen haben, mit Michaels und Geschichte und dem Jordan-Einstieg 1991, da ranken sich ja auch relativ viele Gerüchte drum, wie das dann genau zustande gekommen ist. Wie sind Ihre Erinnerungen daran? Ja gut, wie das im Detail gegangen ist, das weiß ich natürlich. Das weiß ich nicht mehr. Und da gibt es natürlich viele Gerüchte. Es war dort vor allem Briatore involviert und Tom Walkinshaw. Und wenn die zwei Herren irgendwo mitgemischt haben, dann gibt es natürlich massenweise Gerüchte. Und da wird auch nicht immer die Wahrheit erzählt. Das ist ja auch bekannt. Ich meine, ich habe ihm damals den Check ausgestellt für Jordan. Das hat man ja auch nicht geglaubt, bis ich dann mal eine Kopie vom Scheck der Bild-Zeitung geschickt habe. Also ich habe das wirklich bezahlt. Und es ist möglich, dass im Nachhinein Norbert Haug dann auch noch einen Teil übernommen hat davon. Das war schon so, aber wie hoch der Teil war, das weiß ich heute nicht mehr. Auf jeden Fall war es nicht der ganze, bei weitem nicht. Aber nachher waren sicher auch wir, also noch Jochen Nerbasch damals, war der Verantwortliche, dass er da wieder rauskam. Denn Jordan hat dann den Motor gewechselt. Ich glaube, der ist irgendwie von Ford, ich weiß nicht, zu welchem Motor gegangen, was es damals war. Und das haben wir nicht als gut empfunden. Und haben dann mit Hilfe von Bernie
ihn bei Jordan wieder rausgeholt und bei Benetton reingebracht. Das war aber schon eine Aktion im Hintergrund. Aber darf ich Sie fragen, warum Sie das damals gemacht haben, warum Sie den Michael unterstützt haben finanziell? Warum wir ihm den Einstieg bei Jordan bezahlt haben, ja, das ist ganz, ganz einfach. Wir hatten einen Vertrag mit Michael und der ging noch in die Formel 1-Zeit hinein. Und die Idee war natürlich schon, dass wenn wir mit Mercedes mal in die Formel 1 gehen, dass wir Michael zu uns holen. Das war die Grundidee. Und er war reif für die Formel 1, also mussten wir ihm helfen, in die Formel 1 einzusteigen. Und ja, leider ist es ja dann nicht dazu gekommen, dass er für Ihr Team gefahren ist, für Sauber. Auch in der Zukunft, diese vielen Talente sind ja dann irgendwann von Sauber weg. Hat es wehgetan, diese Talente ziehen lassen zu müssen? Bei Kimi, ich meine, Kimi ist da eigentlich der krasseste Fall. Bei Kimi hat das im ersten Moment sehr wehgetan. Ich habe dann aber einen Weg gefunden, dass ich von Mercedes, von Ron Dennis damals doch so entschädigt wurde für Kimi, dass ich sagen musste, die Sache hat so Sinn gemacht für uns. Und also Sauber hat sich dann, ja, wie vorhin schon angesprochen, als sehr gutes Mittelfeldteam etabliert. Trotzdem haben Sie Mitte der 2000er Jahre dann Ausschau gehalten nach einem größeren Partner. Wieso? Ich habe das gemacht, was die anderen kleinen Teams auch versucht haben, sich entweder mit einem großen Sponsor zusammenzutun, das wurde immer schwieriger, oder am besten mit einem Motorenhersteller. Und da war die einzige Möglichkeit und auch mit Abstand die beste war BMW. Ich wusste, dass Mario Theissen am liebsten in München ein eigenes Formel-1-Team aufbaut. Und wir sind ab und zu zusammen zum Rennen geflogen oder nach Hause geflogen, also mit der Linie, und konnten uns über solche Sachen unterhalten, haben dazu Zeit gefunden. Und ich konnte damals Mario Theissen überzeugen, dass es sehr, sehr teuer wird, in München ein Formel-1-Team aufzubauen, weil in Deutschland ganz einfach keine Formel-1-Infrastruktur vorhanden ist. Es gibt keine oder nur sehr wenige Mitarbeiter, die Erfahrung haben in der Formel 1 und in Deutschland arbeiten. Und das beste Beispiel, das ich immer angeführt habe, war Toyota. Toyota hat ein Riesenbudget. Ich glaube, Toyota war 6 Jahre der Formel 1 und nach meinem Wissen, ich bin da nicht mehr ganz sicher, haben die nicht ein Rennen gewonnen. Die haben sehr viel investiert, sehr viele technische Leute geholt, Spitzenleute in England für viel, viel Geld und sie haben es nicht geschafft. Und da konnte ich Mario überzeugen, dass das Risiko, dass etwas Ähnliches passiert in München, dass das einfach relativ groß ist, dass er besser ein Team kauft, das etabliert ist, das gute Leute hat, das die gleiche Sprache spricht, die gleiche oder sagen wir mal mindestens eine ähnliche Mentalität hat. Und so hat BMW uns dann, ich glaube, den Vertrag haben wir mit 2005 unterschrieben, uns mehrheitlich übernommen. Ich hatte doch immer noch 20% Anteile und war im Aufsichtsrat. War dieser Schritt damals alternativlos, weil man damals ja schon von einer Kosteneskalation gesprochen hat und das für ein kleines Privatteam nicht mehr tragbar war? Absolut, ja. Wir waren damals sicher nicht so extrem knapp bei Kassel wie dann später, aber es war damals immer knapp, so wie es bei anderen auch ging. Ich meine, das Thema, für mich war immer das beste Beispiel, war Edith Jordan oder wie die Teams auch später dann geheißen haben, Force India und wie auch immer, die liefen auch immer auf, ich sage jetzt mal etwas böse, wie wir auch auf dem Zahnfleisch. Und dann kam auf einmal BMW, ein Megakonzern, und hat richtig ernst gemacht. Sie haben gesagt, 20% waren Sie noch involviert. Ins Tagesgeschehen waren Sie aber so nicht mehr involviert. Ist das richtig? Nein, das wäre falsch gewesen.
Ich bin aber doch noch zu 10 Rennen gegangen. Ich war also schon noch im Thema drin. Und wir haben uns sicher auch ab und zu ausgetauscht, Mario Theissen und ich. Aber die Verantwortung, die lag ganz klar bei ihm. Hat Ihnen das Spaß gemacht, diese Zeit zu sehen, was aus dem Team dann wird? Ja, der Spaß war aber bald zu Ende. Ja, man hätte das ein bisschen anders machen müssen. Glaube, man hätte erfolgreich bleiben können. Der Einfluss des Konzerns war zu stark. Und das ist ja genau das, was falsch ist. Das hat man zu wenig erkannt. Ich habe da schon ab und zu mal einen Finger hochgehalten, aber das hat nichts genützt. Es ist schlecht, wenn ein Konzern ein Formel-1-Team führt. Damals, ich glaube, Burkhard Göschel hieß er, der Vorstand für Entwicklung, der hat das richtig angedacht, hat das auch richtig gesehen, ging dann aber in Pension und das war schlecht. Der Mann hat dann gefehlt. Man hätte das Team wirklich wie ein Rennstall führen sollen und nicht wie ein Konzernbetrieb. Trotzdem kam dieser eine Sieg zustande, der heute immer noch in den Geschichtsbüchern steht. War das für Sie, oder wie haben Sie diesen Sieg damals erlebt? Ich war in dem Rennen nicht dabei, leider nicht. Ich war zu Hause, ich habe mit meiner Frau angestoßen und habe mich natürlich enorm gefreut. Und dann, wie Sie sagten, ja, war das leider viel zu schnell wieder vorbei. Finanzkrise damals, 2008. Dann wurde schon viel schwieriger und dann hat BMW kurz darauf den Stecker gezogen. Und dann hat die ganze Sauber-Geschichte fast nochmal, ich will nicht sagen von vorne begonnen, aber dann hat es nochmal einen ganz neuen eigenen Dreh bekommen. Wie haben Sie diese Wochen, Monate erlebt? Also für mich war es ein Albtraum. Und ich glaube, das mit der Wirtschaftskrise oder wie auch immer, ich glaube, es wäre nicht nötig gewesen. Der Chef damals, ich glaube, Reithofer hieß er ja, der wollte die Formel 1 nicht, der wollte sie auch vorher nicht, nur hat er damals noch nicht das Sagen gehabt. Und der hat da ziemlich rücksichtslos den Stecker gezogen und der hätte das Team auch an die Wand gefahren, also zugemacht, zugesperrt und da nicht mehr lange zugewartet. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als das zurückzukaufen oder zuzuschauen, wie geschlossen wird. Die Firma hatte damals über 400 Mitarbeiter. Man hat die dann sukzessive reduziert bis vielleicht runter auf 250. Aber eigentlich hätte man die Firma damals mit den 400 Mitarbeitern einfach zugesperrt. Mit einem Windkanal, der vermutlich der beste ist überhaupt in der Formel 1. Und das ohne mit der Wimper zu zucken. Und für mich waren es vor allem die Mitarbeiter. Es gab da noch einen ganz großen Bestand von Mitarbeitern, die über viele, viele Jahre mitgeholfen haben, das Ganze aufzubauen. Und denen war man schuldig, dass man das Ganze am Leben lässt. Bei uns wurde nie Zeit aufgeschrieben oder gestempelt. Bei uns hat man immer, wie das in der Formel 1 üblich ist, einfach gearbeitet, bis die Arbeit fertig war, bis das Auto besser war oder repariert war. Das stand im Vordergrund, nicht die Finanzen oder die Zeiten. Und diesen Mitarbeitern, die wirklich einen Teil ihres Lebens, mindestens des Arbeitslebens, investiert haben über Jahrzehnte, denen war man es schuldig, dass man das Ganze nicht einfach schließt. So bin ich halt reingesprungen, obwohl ich mir bewusst war, das war eine Mission Impossible. Das konnte man natürlich nicht sagen, aber es brauchte damals schon so viel Mittel, um den hohen Stand der Technik aufrechtzuerhalten. Wie schwierig war dieser Rückkauf an sich dann? Ja gut, es war natürlich auch schwierig. BMW hat sicher keinen zu hohen Preis verlangt. Aber für mich war er viel zu hoch. Wenn Sie daran denken, Jaguar, als Jaguar geschlossen hat, hat Red Bull das Team für nichts bekommen. So viel ich weiß,
war da natürlich nicht dabei, so viel ich weiß, musste Red Bull garantieren, dass man das Team 3 Jahre weiterführt. Das war in England wichtig, sonst wird es teuer, wenn man Leute entlässt. Sie mögen sich erinnern, als Rosbron sein Team bekam von Honda, hat es auch nichts gekostet. Er hat sogar noch Geld bekommen, dass er überhaupt das erste Jahr fahren konnte. Und in unserem Fall, da hat BMW richtig Geld verlangt. Nicht zu viel, das möchte ich betonen. Das Team war sehr viel wert, aber es war einfach für mich viel zu viel. Und in Folge haben sie alles versucht und alles in Bewegung gesetzt, das irgendwie stemmen zu können. Also eine richtige Mammutaufgabe schon, bevor es dann überhaupt wieder richtig losging. Ja, es ging dann auch um Sponsoren. Wir konnten nicht mal Petronas behalten. Petronas war 15 Jahre bei uns, inklusive die BMW-Zeit. 15 Jahre, und man hätte die behalten können, aber da hätte man von BMW aus ein bisschen was tun müssen, indem man halt irgendeinen Ölvertrag gemacht hat für irgendein Land, dass man Öl bezogen hätte und die erste Füllung mit Petronas-Öl gemacht hätte, so wie das nachher Mercedes auch gemacht hat. Dazu war man nicht bereit, weil einfach kein Interesse mehr da war. Also wir haben dort unseren mit Abstand wichtigsten und größten Sponsor, Petronas, haben wir verloren. Das war schlecht. Und trotzdem lief es dann sportlich erstmal in den ersten Jahren gar nicht mal so schlecht. Also sie hatten mit Sergio Perez beispielsweise auch einen tollen Fahrer, der auch noch Geld ins Team reingebracht hat und konnten, Achtungserfolge ist untertrieben. Ich meine, der ist aufs Podium gefahren, hätte fast Rennen gewonnen. Ja, wenn ich mich zurückerinnere, mein letztes Jahr als Teamchef, das war 2012. Und da hätte er wirklich zweimal, ja, also einmal hätte er gewinnen können in Malaysia. Da haben wir ihn aber dazu gemahnt, er soll ein bisschen vorsichtig sein, also da nehme ich auch noch etwas auf mich. Ist er Zweiter geworden hinter Alonso, glaube ich. Alonso, ja, auf dem Ferrari. Und das in Monza war natürlich, das war natürlich traumhaft. Da hat er zuerst Massa überholt auf dem Ferrari und dann Alonso überholt und ist dann Zweiter geworden hinter Lewis Hamilton. Und das alles im Ferrari-Land in Monza. Das war hervorragend. Und dann haben Sie für sich die Entscheidung getroffen, sich aus der Formel 1 etwas zurückzuziehen. Wieso? Der Rückzug ist ja in zwei Portionen passiert. Als ich die Firma zurückgekauft habe, ich habe ja eigentlich abgeschlossen nach dem Verkauf von BMW. Beim Rückkauf habe ich Frau Kaltenborn gebeten, dass sie die Leitung der Firma übernimmt, die operative Leitung. Sie war damals schon sehr lange bei uns. Sie wusste, wie der Hase läuft. Ich bin als CEO zurückgetreten und sie hat die Führung übernommen. Das ist das eine. Und das war dann anfangs 2010. Und im Herbst 2012 habe ich den Teamchef abgegeben, weil ich schon früh eigentlich gesagt habe, ich möchte mit 70 nicht mehr an der Boxenmauer stehen. Und 2013 hat dann mein 70. Altersjahr angefangen. Und da wollte ich mich dann dran halten und habe dann in Südkorea beim Grand Prix Monisha Kaltenborn symbolisch das Lenkrad übergeben. Und wenn ich mich recht erinnere, haben Sie nicht nur das Lenkrad symbolisch übergeben und den Teamchefposten, sondern auch Anteile. Wie kam es dazu? Die Anteile habe ich übergeben, als sie den Job als CEO übernommen hat. Und ich habe das der versammelten Mannschaft dort schon so erklärt, der Drittel der Anteile, ich glaube, es war ein Drittel, ja, das ist kein Geschenk, sondern das ist eine ganz klare Verpflichtung, diese Firma so gut wie möglich zu führen. Und wenn man einen Teil als Eigentum hat, ist man da ganz sicher motivierter. Und jetzt kann man sich wahrscheinlich streiten oder die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Jedenfalls wurde es, nachdem Sie sich dann zurückgezogen haben, sehr, sehr schwierig für das Team. Wie haben Sie diese Phase miterlebt?
Ich weiß nicht, ob sie die Probleme, die aufgetreten sind im Zusammenhang mit zwei Fahrern oder mit den Verträgen von zwei Fahrern ansprechen. Ja, da wurde es schwierig. Wenn Sie die zwei Fahrer ansprechen, meinen Sie wahrscheinlich Guido van der Garde und Adrian Sutil. Ich kann mich an dieses Rennen 2015, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Australien erinnern, als Guido van der Garde da ins Fahrerlager reingelaufen ist. Da muss Ihnen das Herz geblutet haben, oder? Das von außen mit anzusehen. Ja, die Sache war sehr, sehr, sehr unangenehm für mich. Und ich möchte da auch nur eigentlich sehr wenig mich dazu äußern, denn es gab dort Urteile. Ich glaube auch im Fall von Adrian, das weiß ich aber nicht, das war nach meiner Zeit, aber bei Guido wurde ganz klar Stillschweigen vereinbart, dass sich Van der Garde nicht daran hält, ist seine Sache, aber wir halten uns natürlich daran. Also wir dürfen nicht über die ganze Problematik rund um die Auseinandersetzung mit Guido Van der Garde oder mit seinem Schwiegervater dürfen wir nicht sprechen, sonst würde ich mich da sehr wohl dazu äußern. Haben Sie eine Erklärung, warum sich Sauber ab 2014 so schwer getan hat? Und würden Sie sagen, da wurden irgendwelche Fehler gemacht? Ja, also wenn Sie den Fall Van der Garde nehmen und den Fall Sutil, haben wir ganz sicher Fehler gemacht. Wir haben zu viel vertraut. Aber ich meine, die eine Seite sind die zwei Piloten, die ja den Rennstall dann auch leider sehr viel Geld gekostet haben. Das andere ist natürlich die Formel 1, wie sie sich entwickelt hat, Hybridmotoren und so weiter. Hätte man sich da anders aufstellen können oder lag es tatsächlich nur an diesen zwei Fahrerverträgen? Nein, nein. Das mit den Fahrerverträgen, schauen Sie, man hat ja in dieser Zeit angefangen mit Fahrern zu arbeiten, die Geld mitbringen. Und zwar Geld mitbringen, nicht so wie, ich sag mal, wie das bei Sergio Perez der Fall war. Ich meine, auch ein Fahrer wie Alonso hat immer Geld mit sich gebracht, mit der spanischen Bank, oder? Und der Perez, der wurde ja seine ganze Karriere lang, wurde er von Carlos Slim unterstützt. Da kam Carlos Slim zu uns und hat gesagt, ich bringe den Fahrer und ich bringe die ganze Telekommunikationswerbung mit Claro und so weiter, bringe ich auch mit. Das ist nicht das Gleiche, wie es dann später war mit, ich sage dem jetzt mal, mit Investoren, Beteiligungen. So war es ja eher angedacht bei den anderen Fahrern, sondern es ging da nicht um Sponsorship. Und das war ja früher nicht so, dass man auf solche Übungen angewiesen war. Aber die Zeiten wurden so viel schwieriger, was die Sponsoren betrifft. Das kann heute Williams ein Lied davon singen, zum Beispiel als ganz tolles Team, wie schwierig das es ist, Sponsoren zu finden. Man muss sich sehr nach der Decke strecken und so war es bei uns auch. Und wenn man dann Arrangements trifft mit Fahrern oder mit möglichen Partnern und es dann nicht funktioniert, dann steht man natürlich sehr schnell neben den Schuhen. Und dann hat sich die Geschichte ein bisschen wiederholt. Dann haben sie das Team erneut verkauft. Fiel ihnen der Verkauf schwerer oder einfacher als der erste? Ja, gut, der erste war für mich ein Erfolgserlebnis. Da gab es keine, sagte mir jetzt mal, Entzugserscheinungen. Für mich war das ein Riesenerfolg, dass ich Mario Theissen und BMW überzeugen konnte, dass das für sie das Richtige ist. Das war ganz toll. Der zweite Verkauf, da muss ich sagen, da war ich und bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich mit Finn Rausing jemand gefunden habe, der hier eingestiegen ist und das Team gekauft hat
das Team am Leben erhalten hat damals in dieser sehr schwierigen Zeit und das Team nun aufrüstet, personell. Wir sind heute über, Sie hören, ich sage wir, also ich, auch wenn ich gar nicht mehr dazu gehöre, fühle ich mich natürlich noch sehr verbunden. Über 500 Mitarbeiter in Wiel, kräftig aufgerüstet, auch auf der technischen Seite. Das Team ist sehr, sehr modern eingerichtet heute in jeder Hinsicht. Der Windkanal ist nach wie vor vermutlich der beste. Die FIA hat ja das neue Auto dort im Windkanal bei uns entwickelt. Und das ist sicher der Verdienst von Finn Rausing. Und auch wenn die letzten Jahre nicht ganz einfach waren, Sie haben es ja trotzdem geschafft, durch die Übernahme damals, Ende 2009, Anfang 2010, so viele Arbeitsplätze zu erhalten. Wenn man will, wenn man so will, kann man ja sagen, Ihre erste Riesenaufgabe war es, dieses Team aufzubauen. Und dann haben Sie nochmal ein Jahrzehnt reingesteckt fast, um das Team und alle Arbeitsplätze so am Leben zu erhalten. Das ist ja auch ein Lebenswerk, das Sie da noch vollbracht haben. Ja, durchaus. Das Allerschlimmste für mich wäre nun gewesen, wenn wir in dieser sehr schwierigen Phase 2016, ja, 15, 16, wenn es da schlecht gegangen wäre und man hätte Leute entlassen müssen, das wäre für mich dann der Super-GAU gewesen, der Rückkauf mit einer Rieseninvestition für mich und dann im schlimmsten Fall zu schließen, also an den habe ich nie gedacht. Ich habe immer daran geglaubt, so wie auch Monisha Kaltenborn immer daran geglaubt hat, dass wir einen Weg finden. Aber eine Schließung wäre für mich dann der Super-GAU gewesen und ich bin heute wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir mit Finn Rausing hier eine Person gefunden haben, der das Team übernommen hat. Wie genau verfolgen Sie die Formel 1 heute noch? Ja, ziemlich genau. Es ist, wenn ich nun einen wichtigen Termin habe, privat, dann kann es sein, dass ich mir mal ein Rennen nicht live angucke. Das gibt es, aber das gibt es relativ selten. Und wenn ich mir ein Rennen live angucke, dann schaue ich das mehr auf dem Computer an, mit den ganzen Abschnittszeiten, mehr als am Bildschirm, also mehr als am Fernseher. Denn wenn man gewohnt ist, diese ganzen Tablos zu lesen, diese ganzen Details zu lesen mit Reifenwechseln und mit dem ganzen Drum und Dran, dann kann man sich ein sehr gutes Bild des Rennens machen, ein viel besseres, als das der Kommentator vermitteln kann. Gefällt es Ihnen, was Sie heute sehen? Ach, die Formel 1. Ich meine, da gibt es genügend Kommentatoren, die Formel 1 kommentieren, darüber schreiben. Der eine davon ist Michael Schmidt. Hinter seine Meinung kann ich mich weitgehend stellen, wie er das Ganze beurteilt. Ein anderer ist zum Beispiel Gerhard Berger, der das Ganze auch immer sehr sachlich betrachtet. Die Formel 1 ist ganz sicher nicht das, was sich ein echter Racer, und dazu zähle ich mich immer noch, vorstellt unter der Formel 1. Die ist sicher anders geworden. Aber ich bin nicht der das nun kritisiert, weil ich sehe, wie schwierig das es ist, das besser zu machen. Herr Sauber, ich fand es jetzt sehr sympathisch, dass Sie zum Abschluss gesagt haben, ein echter Racer. Und ganz am Anfang haben Sie eigentlich erzählt, dass Sie mit Motorsport gar nicht so viel am Hut hatten. Also diese Entwicklung über diese 50 Jahre zeigt sehr schön auch bei Ihnen persönlich, was sich da getan hat. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf 50 Jahre zurückblicken, wenn das kurz geht, was war Ihr Highlight? Ja gut, das sportliche Highlight war sicher der Doppelsieg in Le Mans. Und wir sind mit drei Autos nach Le Mans gegangen und wir haben auf Platz 1, 2 und 5 abgeschlossen. Und zwar nicht so, dass die Konkurrenz nicht hart war. Es war zwar so, dass das Porsche nicht werksmäßig am Start war,
Aber es war just am Start mit Stuck im Auto und das war gleichwertig mit dem Werk. Es war Jaguar da, es war Peugeot da, es war Toyota da, es war Nissan da. Also es war ein sehr, sehr starkes Feld. Und da einen Doppelsieg rauszufahren, ist sportlich schon eine hervorragende Leistung. In 50 Jahren sauber, wer war der beste Fahrer? Ja, ich glaube schon, Michael Schumacher, ja. Ich denke schon, der sicher der kompletteste. Also bei uns meine ich jetzt. Ich würde nicht, wenn Sie mich heute fragen, welches ist überhaupt der beste Fahrer, da würde ich passen. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Der eine ist der Beste, der andere ist der Schnellste, der Dritte ist der Schönste. Wir hatten sicher einen der Schönsten bei uns, das war Pedro Diniz. Aber ich glaube, bei uns ist Michael der Beste. Jetzt die nächste Frage ist für einen Teamchef vielleicht ein bisschen schwer zu beantworten, weil man hat immer den Fahrer am liebsten, der wahrscheinlich am besten performt. Aber hatten Sie abgesehen von der Performance irgendeinen liebsten Sauberfahrer? Es ist noch schwierig, wenn ich heute, ich kann das vielleicht so umschreiben, wenn ich heute auf den Rennplatz komme, das war, ich glaube, letztes Jahr in Barcelona, ist Felipe Massa fast zur gleichen Zeit auf dem Parkplatz aus dem Auto gestiegen und 10 Sekunden später ist er mir um den Hals gefallen. Das zeigt die Beziehung, die ich zu Massa hatte. Massa war am Anfang fast wie ein Baby für mich. Das ist sicher auch seine südamerikanische Herkunft. Aber solche Umarmungen, die gibt es natürlich auch mit einem Dieter Quester, der mal gefahren ist bei uns, oder mit einem Jean Alesi. Also das gibt schon auch mit anderen Fahrern dieses herzliche Element. Wenn wir auf der Skala mal in die andere Richtung wandern und vielleicht jetzt Guido van der Garde und Adrian Sutil ausklammern, gab es Fahrer, die sie nicht so mochten? Ja, aber da eigentlich hatte ich mit den beiden Fahrern, außer bei der Auslegung der Verträge, hatte ich mit den beiden eigentlich keine Probleme. Weder mit Van der Garde noch mit Sutil. Ach, es gab Fahrer, die für uns eher etwas schwieriger waren, aber das ist eigentlich weiter. Das ist weiter zurück. Super, Herr Sauber. Das waren sehr, sehr tolle Einblicke in 50 Jahre. Sehr, sehr spannende Historie, Ihr Lebenswerk. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Bitte gern geschehen. Ich hoffe, euch hat das Video so viel Spaß bereitet wie mir. Wenn dem so sein sollte, dann lasst doch jetzt den Daumen da und dann alle, die es immer noch nicht gemacht haben, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos bei uns.